Nach dem Start vor 2 Monaten in Athen wurde die Documenta 14 am Mittwoch in Kassel für das Fachpublikum eröffnet. Das Motto der Ausstellung: Von Athen lernen. Im Rahmen der Auftaktpressekonferenz begrüßte Henriette Gallus rund 2000 Journalisten und Fachbesucher aus aller Welt. Aufsässige Künstler und ihre politischen Kunstwerke seien wichtig für diese Welt. Wir leben in einem Zeitalter der Unsicherheit und Angst, sagt Bonaventure Nidkung in seiner eindringlichen Rede. Paul B. Preciado sagte in Anspielung auf George Orwells Farm der Tiere, die Ausstellung könne beschrieben werden als Rebellion auf dem Museumsbauernhof. Die Documenta 14 sei das Ergebnis einer politischen Subjektivierung der Kunstgeschichte. Documenta 14 is the result of a long historical process of becoming political subjects of history. Für das entgegengebrachte Vertrauen, für die partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie für die großzügige finanzielle Unterstützung bedankte sich die Documenta-Geschäftsführerin Annette Kuhlenkampf bei Vertretern von Politik, Kunst, Kultur, Fernsehen, Rundfunk, bei Sponsoren, bei Museen, Institutionen, bei allen Mitarbeitern, Künstlerinnen und Künstlern. Eine großartige Leistung, für die ich allen von Herzen Dank sagen möchte. Seit unglaublichen 35 Jahren hat er mit unermüdlichem Einsatz 7 Documenta-Ausstellungen mitgemanagt. Ich danke meinem lieben Kollegen und Mitstreiter, dem Prokuristen der Documenta GmbH, Frank Petri. Ihnen allen wünsche ich nun eine informative Pressekonferenz, einen spannenden Besuch der Documenta 14. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Documenta GmbH, Bertram Hill. Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel, beschreibt das Konzept von Adam Timczyk als außerordentlich belebend und auch für ihn überzeugend. Tat sie dies in dem Wissen, dass sein Konzept beinhaltete, dass Athen ein weiterer Ausstellungsort werden würde. Ich habe diesen Ansatz als ausgesprochen inspirierend empfunden und ihn unterstützt, und auch der Documenta-Aufsichtsrat hat diese Entscheidung aus Überzeugung mitgetragen. Ich bin mit Blick auf die Entstehungsgeschichte dieser Documenta und mit den persönlichen Eindrücken und Erfahrungen der ersten Ausstellungstage in Athen mehr denn je überzeugt davon, dass diese Entscheidung richtig war. Athen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Kulminationspunkt jahrtausendealter europäischer Kultur und aktueller globaler Herausforderungen für Politik und Gesellschaft. Das Ausstellungskonzept von Adam Timczyk macht dies sichtbar, und das ist meine feste Überzeugung, verdoppelt die Perspektive der Documenta. Der hessische Minister für Wissenschaft und Kunst, Boris Rhein, betonte die Bedeutung zeitgenössischer Kunst. In den Werken der Künstler werde die Vielfalt der Gesellschaft sichtbar. Eine Gesellschaft widerspiegeln. Eine Gesellschaft ohne Kunst, eine Gesellschaft ohne Kultur ist eine Gesellschaft ohne Kreativität. Sie ist eine Gesellschaft ohne Innovation. Und ich will Ihnen sehr deutlich sagen, in einer solchen Gesellschaft würde ich nicht leben wollen. Und deswegen gilt mein Dank ganz ausdrücklich all denen, die das möglich gemacht haben. Allen voran natürlich dem künstlerischen Leiter Adam Timczyk, aber natürlich auch der Geschäftsführerin der Documenta GmbH, Frau Annette Kuhlenkampf. Hortensia Völkers, Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, sieht den Sinn der Documenta 14 vor allem in der Veränderung der eurozentrischen Sichtweise. Arbeitet. Das ist einer der Hauptprobleme, die zu lösen sind. Wie kann man in Kassel etwas denken, was eigentlich über die Welt sprechen soll, wenn die Welt so aussieht, wie sie heute ist? Diese Veränderung des nordischen, des eurozentrischen Blicks hat verschiedene Formen gefunden. Die 100 Gäste, es waren die Plattforms, es waren das Migration der Formen, es waren Kabul und Kairo als Außenstellen. Und nun
Ja, es ist ein Stück in zwei Akten geworden. Zwischendurch gab der 2013 aus Syrien geflohene Musiker Ali Murali ein vierteiliges Violinkonzert. Der Lernprozess, der als Arbeitsprozess der Documenta 14 gilt, soll mehr sein als nur das Weitergeben des Wissens an Nichtwissende, sagt Adam Timcik. Wichtig sei auch ein Entlernen dessen, was wir zu wissen scheinen. Wir alle können voneinander und miteinander lernen, betont auch Lydia Konyoru, griechische Ministerin für Kultur und Sport. For bringing forward the idea of Documenta 14, learning from each other. In order to live together. Der politische und teils auch indigene Charakter der Documenta 14 wird in allen Ansprachen herausgestellt. Flucht, Unterdrückung, Unsicherheit, Rassismus und Gewalt sind die Hauptthemen dieser so bedeutenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Mehr als 160 Künstlerinnen und Künstler zeigen an 30 Orten in Kassel ihre Arbeiten. Am Samstag wird die 100 Tage dauernde Ausstellung offiziell eröffnet. Vielleicht lernt nicht nur Kassel von Athen, vielleicht lernt ja auch die Welt von der Documenta.